Hey, Apple hat neue Verpackungen für die AirPods. Krass. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Das hier ist natürlich keine neue Verpackung für die AirPods oder die AirPods 2.0. Nein, das hier ist ein AirPods-Klon. Das sind die i14 TWS. Also Bluetooth-Kopfhörer mit Bluetooth 5.0 und wir sagen mal ganz dezenter Anlehnung an das Apple-Design. Hier auf der Rückseite sieht man auch schon das Case, das kommt einem auch bekannt vor. Also wenn ich sage, die haben sich inspirieren lassen, wäre das die Untertreibung des Jahrzehnts. Das sind ganz klar Kopien der Apple AirPods und die schauen wir uns heute mal an. Da bin ich sehr drauf gespannt. Hier haben wir ein paar Specs stehen, Modell i14 Version 5.0. Sprechzeit oder auch Wiedergabezeit von Musik 2 bis 3 Stunden, Ladezeit 40 Minuten und schauen wir einfach mal rein, was hier drin steckt. Ich bin sehr gespannt, aber naja, das heißt, ich bin sehr gespannt. Ich habe sie schon getestet, Freunde. Wir packen die trotzdem jetzt mal hier gemeinsam noch einmal schnell aus. So ist dann hier die Aufmachung. Wir sehen ein Case, das sehr, sehr ähnlich aussieht wie das AirPods Case. Ich lege es mal eben hier daneben zur Seite. Unten drunter finden wir einmal eine kleine Kurzanleitung und ein Käbelchen. Und das ist schon die nächste Überraschung, denn schaut mal her, das ist ein USB auf Lightning-Kabel. Das Ding hier hat tatsächlich auch einen Lightning-Anschluss. Und der funktioniert auch ganz regulär. Ich konnte hier mit meinem Standard-USB auf Lightning-Kabel, das bei Apple mitgeliefert wird, die Kopfhörer hier aufladen. Also Kopie bis ins kleinste Design. Naja, so fast auf jeden Fall. Schauen wir uns die Teile mal an. Hier auf der rechten Seite habe ich die Original AirPods und das hier sind die i14. Und wenn ich die nebeneinander halte, seht ihr, es gibt da einen Größenunterschied. Die i14 sind etwas höher, sie sind auch etwas dicker hier. Also das Case ist etwas dicker und ja, die allgemeinen Abmaße sind einfach ein kleines bisschen größer. Dafür haben wir auf der Rückseite auch hier einen Button, einen Knopf, genauso wie bei den Originalen. Nur, dass der hier nicht zum Pairen dient. Also bei den Originalen drückt man ja hier beim ersten Pairen und hier drückt man einmal drauf. Dann geht hier unten ein Lichtchen an und die Kopfhörer, die hier drin stecken, hier kann man es vielleicht sehen an dem roten Lichtchen, ja, die werden dann aufgeladen. Also die werden nie automatisch aufgeladen, wenn man die wieder reinlegt, wie hier bei den Original Apple AirPods. Ansonsten, wir haben auch ein Metallscharnier, genauso wie bei den Originalen. Und ja, hier unten halt die Lightning-Anschlüsse. Ja, man sieht hier schon, es sieht ein bisschen günstiger aus, aber den Preis habe ich noch gar nicht genannt, oder? So um die 20 Euro kosten die Teile hier. Ich verlinke euch die natürlich auch in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die gerne mal selbst anschauen. Machen wir mal die Klappen hier auf, die i14 und die Original AirPods. Und man sieht schon, es gibt Unterschiede, aber ja, das, was gleich ist, ist eindeutig mehr als das, was unterschiedlich ist. Wir machen mal hier auf. Ihr wisst ja, bei den AirPods ist das hier eine magnetische Klappe und die macht so ein schönes Geräusch, wenn man die zumacht, und die hält auch bombenfest. Da wackelt gar nichts, da geht auch gar nichts auf, wenn man da schüttelt. Ja, also das ist auf jeden Fall bombensicher. Auch diese Klappe hier ist magnetisch gesichert und wenn man die zumacht, gibt es auch ein nettes Geräusch. Es fühlt sich aber ein klein bisschen, bisschen wackeliger und günstiger einfach an. Aber so vom eigentlichen Öffnen und Schließen funktioniert das sehr schön. Machen wir mal den Schütteltest. Und da merkt man schon, da geht die Klappe auch mal zwischendurch auf. Aber es fällt nichts raus, denn auch hier werden die Kopfhörer magnetisch gehalten. Also wenn ich die hier reinmache, dann halten die und da fällt nichts raus. Das ist also auch ganz ähnlich wie bei den AirPods. Ihr habt hier schon einen weiteren Unterschied gesehen. Wir haben hier, blink schon, ein kleines LED-Lichtchen eingebaut in die eigentlichen Kopfhörer. Und da erkennt man eben hier Pairing-Modus zum Beispiel oder Akku leer, Akku voll. Also die blinken nicht permanent, wenn die verbunden sind, hört das Ganze auf. Hier unten, ich hole mal noch hier die Originale raus, dann kann man das schöner vergleichen. So, also rechts ist die Kopie, links ist das Original und man sieht sofort, das Original ist etwas kleiner, die Original AirPods. Die sind allgemein von den Abmaßen etwas geringer. Der Steg, der ist ein klein bisschen schmaler, der ist auch nicht so lang, der Steg. Und auch hier oben, das eigentliche Teil, das ins Ohr reinkommt, ist hier ein kleines bisschen dicker geraten bei den i14. Ansonsten von der Form her, sehr, sehr ähnlich. Fangen wir mal ganz unten an bei dem Ladeanschluss. Hier bei den Original AirPods sieht man dort nochmal die Antennenstreifen und dann wird hier über diesen Metallkontakt dann aufgeladen.
aufgeladen. Bei den Kopien haben wir hier zwar keinen, ich weiß gar nicht, ob das hier echtes Metall, ich glaube, das hier ist eher Kunststoff. Und hier innen drin sehen wir dann diese Metall-Pin-Kontakte, diese beiden. Da wird dann drüber aufgeladen. Antennen sehen wir keine. Auf der äußeren Seite haben wir einmal hier ein Löchlein. Dort ist wohl, ja, schätze ich mal, das Mikrofon jeweils verbaut. Hier oben, das sind Öffnungen, damit der Bass einfach ein bisschen kraftvoller wird. Dann fehlt uns hier bei den i14 hier so ein Sensor, der erkennt, ob das Teil im Ohr drin steckt oder nicht. Und genau das gleiche hier nochmal auf der Innenseite. Auch hier haben wir bei den AirPods nochmal diesen Sensor, der merkt, ob man sie im Ohr hat oder nicht. Und ja, der fehlt hier und dafür ist die Aussparung hier ein klein wenig weiter nach vorne gewandert bei den i14 als bei den Original AirPods. Also so viel zu den Abmessungen und jetzt will ich doch mal sehen, wie gut die sich hier koppeln und verbinden lassen. Dafür nehme ich, ich mache hier nochmal kurz rein. Wir testen das mal eins nach dem anderen. Ich nehme hier mal ein iPhone zur Hand. Das ist ein iPhone 7. Da läuft iOS 13 aktuell drauf und damit koppeln wir die einfach mal. Wenn ich hier meine Original Apple AirPods hole, falls ihr das noch nicht kennt, ich zeige es euch nochmal kurz. Ich halte hier einfach mal daneben, klappe auf und dann kommt hier sofort mein Menü. Ich sehe den Akkustand und könnt die Teile sofort benutzen. Das ist immer eine sehr schöne Sache, funktioniert echt gut und doch manchmal auch ein bisschen verzögert. Auf jeden Fall, das machen die Original AirPods. Hier die Kopien, wenn ich hier mal aufmache, dann passiert gar nichts. Ne? Da passiert einfach mal gar nichts. Wir müssen in die Einstellungen reingehen und in die Bluetooth-Einstellungen reingehen und die Teile einfach mal hier aus der Box rausnehmen und dann werden die ganz normal gekoppelt. Hier seht ihr es schon, i14 TWS. Ich verbinde und hier blinken die Teile noch. Ich lege sie mal hier drauf und sobald die fertig gekoppelt sind, hört das Geblinke hier dann auch auf und wir können sie benutzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sehen einmal hier oben die Akkustandsanzeige. Ihr seht es. Ganz oben das Kopfhörerzeichen und die Akkustandsanzeige und auch hier im Widget sehe ich jetzt hier eine Akkustandsanzeige. Aber verbinden sich die Teile auch wieder automatisch, wenn ich sie in das Case zurücklege? Das ist ja auch so eine Sache, wer hat schon Lust, die jedes Mal wieder koppeln zu müssen? Also ich habe sie nochmal zurückgelegt und mache jetzt hier mal meine Klappe auf, also die Klappe vom von den Kopfhörern und nehme sie einfach mal raus und wir schauen mal, was passiert. So. Da oben habt ihr das Zeichen, sie wurden automatisch wieder verbunden. Sehr schön, so muss das sein. Und ich habe auch hier wieder meine Akkustandsanzeige. Sehr schöne Sache. Kommen wir mal zum Wichtigsten. Ja, wie ist denn der Ton von den Kopfhörern? Also von den Original AirPods, damit höre ich sehr gerne Musik. Die höre ich immer beim Sport, habe ich die drin, höre damit meine Musik und finde ich wunderbar. Vom Tragekomfort sind die für mich eine feine Sache, halten auch bei mir gut im Ohr. Und ich mag einfach den Klang. Ich finde, der ist gut geraten. Tja, bei den i14 ist das eine andere Geschichte oder sagen wir mal teilweise gleich. Also auch die kann ich sehr gut und sehr bequem in meinem Ohr tragen. Die fallen mir nicht raus, halten gut und auch da die ein bisschen größer sind, habe ich keine Probleme damit. Also wer vielleicht ganz kleine Öhrchen hat, der könnte das unangenehm finden, dass die ein bisschen größer sind wie die Originale. Aber bei mir war das gar kein Thema. Jetzt vom Klang her, ich sag mal, da merkt man doch schon die Abstriche für den günstigeren Preis. Die haben erstmal überraschend viel Bass. Da war ich durchaus positiv überrascht. Also die haben ein ganz schönes Wumms-Wumms, ganz ähnlich wie die Original-AirPods. Aber bei der Klarheit der Höhen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Höhen, die höheren Töne und auch der Gesang bei der Musik zum Beispiel, das klingt alles so ein bisschen dumpfer und hat nicht so eine Brillanz, wie man die eigentlich gewohnt ist. Und das finde ich dann doch schon eher störend. Also für den Audiophilisten ist das hier mal absolut gar nichts. Für den, der einfach nur so ein bisschen Musik hören will beim Sport oder der auch hier die Optik einfach haben will. Hashtag Blender. Ich habe hier teure Kopfhörer und habe doch nur 20 Euro bezahlt. Ja, für die ist das hier eine sehr gute Sache. Oder auch für diejenigen, die sagen, ich hätte gern beim Sport solche Kopfhörer wie meine AirPods, aber das Kabel nervt mich einfach und ich habe keine Lust, hier 150, 180 Euro auszugeben und der Ton, der ist mir nicht ganz so wichtig. Ja, auch da kann man auf diese Geräte hier durchaus zurückgreifen. Ich
war allerdings mit dem Ton nicht ganz zufrieden. Dafür bieten die aber noch etwas, was die Original AirPods nicht bieten, und das ist eine echte Touch-Steuerung. Bei den AirPods hat man ja die Möglichkeit, hier drauf zu tippen, also was heißt tippen, man muss schon richtig drauf klopfen, um einmal Play-Pause zu machen und um zum Beispiel Siri aufzurufen über oder ein Lied vor- oder zurückzuspringen. Aber das funktioniert nicht über Touch, sondern eben über diesen Erschütterungssensor, der hier drin ist. Hier haben wir eine echte Touch-berührungsempfindliche Oberfläche, mit der können wir Play-Pause zum Beispiel steuern. Das heißt, man fährt einmal drauf, Wiedergabe wird gestartet, man fährt nochmal ganz sanft drauf, Wiedergabe wird gestoppt und man kann sogar die Lautstärke anpassen durch dreifaches Tippen auf die rechte oder eben auf die linke Seite, dann wird die Lautstärke hoch oder runter gedreht. Das finde ich echt gut bei den Dingern. Wieso wird denn das hier nicht standardmäßig bei Apple auch mit eingebaut? Also das kann, das sind die Original-Apple, die sehen sich echt schon sehr ähnlich. Also das könnte Apple hier gerne mal noch mit einbauen, eine richtige Touch-Bediensteuerung, wo man auch mal die Lautstärke ändern kann. Ja, so, Freunde, fehlt mir noch irgendwas? Habe ich noch irgendetwas vergessen? Von der Bluetooth-Verbindung her sind die Dinger hier fein. Das hat alles gut geklappt. Vom Aufladen her, das hat auch gut geklappt. Wie gesagt, ich kann hier auch ganz normal mein normales Lightning-Kabel anschließen. Stecke ich doch mal hier kurz noch meine standardmäßigen AirPods rein. Also das hier ist ein echter AirPod. Das ist die Kopie. Ihr seht, der wackelt hier schon ganz schön drin rum. Ich kriege aber die Klappe zu und mal umgekehrt original Apple Case und Kopien rein. Und da seht ihr, das passt nicht. Nee, die sind einfach ein bisschen zu groß dafür. So. Ne, das klappt also nicht. Also kompatibel oder ihr könnt die nicht vertauschen, sagen wir mal so. Aber ansonsten, ja, wer einfach nur mal das Design mag und ein bisschen mehr Schein als Sein haben möchte, der kann hier meinetwegen gerne mal zugreifen, muss aber auch mit einer ja runtergesetzten Klangqualität, oh Gott, jetzt komme ich hier ganz durcheinander, mit einer etwas schlechteren Klangqualität dann natürlich klarkommen. Aber naja, wer hätte auch was anderes erwartet für gerade mal 20 Euro. Ich fand es auf jeden Fall interessant, hier mal den Vergleich zu machen, original zu Kopie, und ich bin froh, dass ich bei den Originalen bleiben kann. Und das war's dann, Freunde. Die Links findet ihr alle hier in der Videobeschreibung, sowohl für die Original AirPods als auch hier für die Kopien, die i14 TWS. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!